Ich habe gute Neuigkeiten, Herr. Die Ursache des Problems war das Kloster selbst. Es hatte nichts mit dem Steinbruch zu tun. Und was ist mit dem Bau? Wird fortgesetzt. Der Gehilfe des Baumeisters trug die Schuld an allem. Er ist aus dem Weg, also geht die Arbeit nun weiter. Sehr gut. Du hast die Aufgabe großartig gemeistert, Heinrich. Dafür verdienst du eine Belohnung. Hab Dank, Herr Divisch. Ui. Kann ich dir zu Diensten sein, Herr Divisch? Mir ist da etwas über Priebus Lawitz zu Ohren gekommen. Heinrich, du kommst genau im richtigen Augenblick. Ich habe jemanden nach Priebus Lawitz geschickt. Mein Lokator Marius. Mein Lokator Marius. Ach, schade, dass Marius nicht im Chat ist. Was ist ein Lokator? Ein Landgutachter. Er hatte den Auftrag, den Zustand des Dorfes zu überprüfen, um zu sehen, ob wir es wieder aufbauen können. Willst du das Dorf etwa neu besiedeln? Ja. Warum gerade Priebus Lawitz? Weil es seit der Plünderung durch Herrn Havel-Medek vor einigen Jahren dem Verfall preisgegeben ist. Es wird Zeit, dass sich das ändert. Herr, es sollte dort nun sicher sein. Wir haben dieses Geschmeiß ordentlich verbläut. Und deswegen habe ich meinen Lokator entsandt. Allerdings sollte er schon längst zurück sein. Ich könnte dort nach ihm sehen, wenn du nichts dagegen hast. Ich wäre dir sehr dankbar. Bestimmt wurde er bloß aufgehalten, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Möge Gott über dich wachen. Und damit, Leute, willkommen im DLC, in dem ersten DLC. Man kann sich quasi Priebus Lawitz, wie es so schön heißt, wieder aufbauen. Und das ist quasi das erste DLC, das zweite soll jetzt bald kommen. Und da kann man sich seine eigene Stadt halt hochziehen. Dafür brauchen wir massig Schotter. Und ich sag mal so, ich habe jetzt 5700 Gold und ich gehe mal davon aus, dass das reichen wird. Was die Hauptstory eigentlich ist, ganz einfach erzählt, Stefan. Ich bin der Sohn. Hoppala. Ich bin der Sohn von einem sehr bekannten Schmied. Hier Böhmen, wo das Ganze spielt, wurde überfallen von irgendeinem ungarischen oder was weiß ich was für ein Typ. Und meine Eltern wurden getötet. Das Schwert, was für ein Ratzig, für den ich arbeite, wurde geklaut und ich habe dann das Schwert quasi. Ich muss kurz mal gucken, ob ich das. Ich habe es, glaube ich, schon zurückgeholt. Genau. Und die erste Quest war quasi Hauptquest, das Schwert zu sichern. Das habe ich gemacht und jetzt versuche ich gerade rauszukriegen, wer die Leute finanziert hat, die den Überfall quasi durchgeführt hat. Und es gibt halt einen Haufen Nebenquests und so. Also du kannst dich ja in so einem Spiel verlieren. Ich mache ein paar Nebenquests oder versuche den größten Teil der Quests abzuarbeiten. Und dann aber auch die Hauptquests zu machen. Ist halt ziemlich schwierig, weil es ist halt sehr, sehr umfangreich. Es sei denn, man suchte das 24-7 durch und spielt nichts anderes, aber das mache ich ja nicht. Hier eigentlich die Quests. Deine Hauptquest. Eigentlich müsste es eine Hauptquest sein. Obwohl, nee, das ist eine Aktivität. Sieht man halt, wie viele Quests es noch neben gibt. Also unterteilt in Hauptquests, Nebenquests und in Aktivitäten. Und ja, da ist schon ordentlich was los. Also kann man nicht anders sagen, sondern jetzt wollte ich eigentlich. Priebus Lawitz ist, glaube ich, das verbrannte Dorf, wo ich durchgeritten bin. Also ich komme ja aus Galitz. Galitz ist ja niedergebrannt worden durch den Überfall. Ach, hier ist das, glaube ich. Irgendwo in Rovna war, glaube ich. Irgendwas war hier mit mega kaputt. Na gut, dann würde ich sagen, wir reiten erstmal nach oben. Ist nicht so weit weg. Wo ist denn eigentlich die andere Quest? Dann können wir von da aus hier runter nach Rovna. Ja, klingt doch gut. Machen wir das.
So, da sind wir schon. Ah. Oh, ein Pilz. Ibis Lawitz. Ist, by the way, das Dorf, wo wir die Mega-Schlacht hatten. Also, wer Interesse hat, sich das Ganze anzugucken, auf YouTube mal gucken. Da haben wir, glaube ich, dem Pöbel da die Scheiße aus dem Leib geboxt. Hier war nämlich das Lager von den Halunken, die quasi hier die Anschläge im Ort verübt haben. Ich wäre sehr erquickt, wenn ich hier noch die ganzen Leichen finden würde. Dann könnte ich sie nämlich looten. Aber das werde ich wohl nicht mehr können. Im Laufe der Woche frage ich, ob meine Bewerbung erfolgreich war. Na, ich drücke da wie gesagt die Daumen, Stefan, dass das geklappt hat. Das wäre sehr, sehr cool. Ich gönn's dir von ganzem Herzen. So, aber hier sieht's doch schon mal. Vielleicht finde ich hier noch was in den herumstehenden Kisten. So, geht's los, liebe Freunde. Schlösser knacken, ne? Ist immer recht schwierig. Also, er mir richtig angestellt in den ersten Malen. Auch Gift. Nehmen wir mit, weil es was bringt. Geld. Ist halt, Schlösser knacken ist hier extrem schwierig. Also zumindest finde ich das mit meiner Maus-Sensitivity. Ich habe letztens schon, ich habe mich in den Folgen davor halt ziemlich angestellt. Wenn es hier so viele Sachen gibt, die gerendert werden müssen, dann kackt das Spiel mal regelmäßig ab, ne? Man merkt das richtig. So. Also ein bisschen können wir hier noch erbeuten, auch wenn es jetzt nichts Wertvolles ist, ne? Ein bisschen Essen. Wenn wir das Gift für wirklich 50 Gold loswerden, was ich nicht glaube, dann sind wir auch schon gut bedient. Aber ich glaube es echt nicht. Das ist ja nämlich, wenn dann die Dietriche abbrechen, das ist immer ein sehr feuchter Spaß, ja. Man sieht ja, wie die Maus zittert und ich habe die quasi auf null, die Maus sind. Und das dauert trotzdem. So, wir haben hier ein Bürgerschwert. Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hallo, die Waldfee. Ein ungarisches Kettenhemd. Das ist vielleicht sogar besser als meins. Tatsächlich. Ja, das ist doch mal, sag ich doch mal nicht nein, ne? Ich meine, ich nehme das eh alles mit. Ich bin jetzt zwar überlastet, aber das hat sich jetzt hier schon richtig gelohnt. Also. Zumindest werde ich mir jetzt hier die ganzen Waffen und Kettensachen einheimsen, weil die sind recht wertvoll, wie man sehen kann. Auch die Lederhandschuhe, Eichenbogen. Ich brauche nur noch eine neue Haube. So, Reiterstiefel, da weiß ich gar nicht. Schild, weiß ich auch nicht so genau. Sagt eigentlich mein Schild, der müsste eigentlich schon mega auf dem 55. Ja. Der hat 100. Da sind zwei oder drei Schilde von drin. Normalen Klamotten würde ich jetzt sogar mal nicht mitnehmen, sondern einfach nur die. Die vielleicht noch ein bisschen was wert sind. Sind meine Stiefel. Ich habe auch kumanische Reiterstiefel und die hier drin sind, sind noch ein bisschen. Ja. Bisschen besser von der Wertigkeit. Pfeile nehmen wir mit, weil die brauchen wir immer mal. Siehst du halt, die Kumanen, ne, die haben wir gerade hier vertrieben.
Kann ich schnell reisen, wenn ich überlastet bin? Ich glaube, das ging nicht. Nee. Ging in der Tat nicht, aber ich habe den Vorteil, dass ich jetzt quasi alles das, was ich in meinem Inventar habe. Oh nein, nein, nein. Ich habe mich aus Versehen hingelegt. Hoppala. Also ich kann auch noch laufen. Normalerweise müsste ich jetzt über den Sockenhalter abknicken. 436 Kilo und 141, oder ich habe Gewicht dabei insgesamt von 436. Normalerweise kann ich nur 141 tragen. Jetzt nur nicht unbedingt das Problem, weil ich kann nämlich das alles in meine Satteltaschen stecken. Also jetzt müssen wir mal gucken. Die Bunthaube, die ich anhab, die ist doch schon im Arsch. Nee, das ist die hier. Sind halt alle nicht so gut von der Rüstung her. Ach, was? Da ist ins Pferd gepackt. So, dann kann ich das hier wegpacken. Kettenhaube ist immer schwierig. Welche habe ich denn jetzt gerade aktuell? Die hat 15. Die hat 12 und 14, 14. Zack, 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 zack. Dann die Armschienen, dann kann man sich jetzt noch entscheiden. Ne? Meine sind jetzt relativ gut noch. Wenn die hier von der Haltbarkeit schon recht kaputt sind, dann kann man sich natürlich auch noch andere anziehen. Die besseren Schuss sind, hier wie zum Beispiel die Reiterstiefel, die ich jetzt an und packe meine alten ins Pferd rein. Das müssen wir mal gucken, ob wir einen Helm finden, der besser ist. Der sieht halt cooler aus, ne? Aber ich gehe jetzt hier nur nach den Wertigkeiten und der hat halt eine Verteidigung mehr. Deswegen nehmen wir den weiterhin. Kettenhemd hat 3. Ich glaube, wir haben da. Ach, guck mal, eine Lamellenrüstung haben wir ja gar nicht. Können wir anziehen. Können wir die wegpacken. Helme haben wir eh gesagt, können wir wegpacken. Ich muss jetzt aufpassen, weil das Pferd hat auch nur eine begrenzte Kapazität. Ungarisches Kettenhemd 16. Meins hat, hatte ich gesagt. Was ist es überhaupt? Das Kettenhemd, ja. Das ist definitiv besser. Die Handschuhe sind, glaube ich, auch. Ein bisschen Musik anmachen. Immer so ein bisschen langweilig. Gerade bei so längeren Sessions ist es doch ein bisschen. Zieht sich das doch. Ja, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Da rein. Ja, jetzt ist nämlich das Problem, mein Pferd ist voll. Und ich habe noch einen Haufen Scheiß hier. Weil es insgesamt zu schwer ist. Das werde ich jetzt auch nicht mehr ins Pferd kriegen, glaube ich. Den Helm kriege ich noch rein. Und vielleicht kann ich ein Kettenhemd reinpacken. Verdammt, das ist immer das, was man fürchtet. Pferd ist voll, man kann nicht mehr schleppen. So, Red Dead Redemption 2 muss episch geil sein. Ja, man sollte da ein bisschen warten. Mal ruhig mit den jungen Pferden. Ah, ich sehe schon das gekochte Stück Fleisch, das verschimmelt auch schon hier so. Also ein bisschen muss ich noch warten, dann kann ich mir eins reinstechen. Nee, aber ich würde erstmal warten, bis das Spiel wirklich draußen ist. Und ich habe da sowieso keinen Anteil dran, weil ich habe keine Konsole. Und wenn es nicht für Konsole kommt, wenn es nicht für PC kommt, spiele ich es eh nicht. Weil ich kaufe mir dafür nicht extra eine Konsole. So, ich kann jetzt natürlich nicht rennen, weil ich bis zur Hauke voll bin mit irgendwelchen Kram. Wenn es fährt halt schon. Nein, ich will nicht schlafen und speichern. Lass mich doch. Das ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt in einen Kampf komme, habe ich ein richtiges Problem. Weil ich mich einfach nicht so richtig wehren kann.
natürlich dann auch die Kampfkraft, wenn man hier zu voll gepackt ist. So. Also mit einem Controller soll es wohl mega einfach sein, die Kisten zu knacken, aber ich habe das nicht so in Erinnerung. So. Jetzt hatte ich ja irgendwelche Fertigkeiten gelevelt. Fertigkeit. Umhauen. Regenmann. Bei Regen machst du mit deinen Schritten 70% weniger Lärm und bist somit fast lautlos. Hat keinen Gegen-Konterpart, das ist schon mal gut. Nachdem du ein Verbrechen begangen hast, erhältst du einen Bonus von 1 Punkt auf Stärke und Vitalität, bis du erwischt wirst oder den Tatort verlässt. Ja, dann nehmen wir nochmal lieber das. Weil das ist dann doch wichtiger. Ich glaube eigentlich gar nicht so viel in das Spiel, weil ich keinen Bock habe, mich erwischt zu lassen. So, Schlösser knacken, beständige Dietriche. Deine Dietriche sind stabiler und halten deswegen doppelt so lange. Perfekt. Schlosser, nachdem du erfolgreich ein Schloss geknackt hast, besteht eine Chance von 20%, dass du das hochgegangene Dietriche wieder im Inventar landen. Nee, dann nehmen wir mal das. Weil das wird mir öfters mal passieren. Gut gehen. Wenn ich überhaupt eine Kiste knacke, dann in den meisten ist eigentlich nur Schund drin. Ne? Deswegen lohnt sich das eigentlich kaum. Das ist annoying. So, wir nehmen alles mit. Ich bin halt auch bekannt als der Lootgeier. Also da oben gibt es eigentlich nichts weiter. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich den Typen hier schon treffe. Aber das Problem ist jetzt, wenn der Typ jetzt hier nicht wiedergekommen ist, vermute ich mal ganz stark, dass hier was im Busch ist. Und deswegen würde ich eher mich verpissen, mein Zeug verkaufen und nochmal herkommen. Das ist aber die Sache. Kann ich schnell reisen, ne? Ja. Aha. Problem. Das heißt, du musst alles. In Scarlet kann ich nichts verkaufen, weil der Ort ist quasi tot. In Rovna ist eine. Ja, in Rovna eine Quest, die wahrscheinlich mit Kämpfen zu tun hat. Einberg ist als nächstes dran. Ich müsste jetzt alles so reiten. Das werde ich jetzt auch machen. Ja, ansonsten, wenn ich jetzt wirklich in der Schlägerei komme, dann habe ich echt verloren so. Ja. Kann ja trotzdem ein bisschen Musik anmachen. Ich dachte, wir können trotzdem ein bisschen Musik anmachen. Ja. Und dann muss ich jetzt noch hoffen, dass ich in. Bist ja gerade aus wie ein Tier? Ja! Dass ich in Teilenberg einen Händler finde, der genug Kohle hat, dass ich den ganzen Scheiß verkaufen kann, weil ansonsten bringt mir das alles nicht viel. Ich reite mal ganz spontan querfeldein, weil das sollte man auch nicht immer unbedingt machen, weil in den Wäldern halt auch Lager von Feinden sind. Und ich auch öfter schon mal das Problem hatte, dass ich an irgendwelchen Büschen nicht vorbeikam. Ja. Ich mach mal die Musik aus, weil wir hier das schöne Vögelgezwitscher haben und da haben wir auch eine Menge. Sind das Rehe? Für Hasen ja. Ist das zu groß. Ja, Rotwild, glaube ich. Es gibt hier auch Jagdbereiche. Ihr könnt natürlich mal gucken, ob wir bei der Alchemistin was loswerden. Das wäre jetzt nicht das Problem. Vincent, Grüße gehen raus, Hallöchen, schönen guten Abend. Auch auf YouTube sind Leute da, die ein bisschen reinschauen in das Game. Ja. Das Ding ist, dass das Spiel natürlich am Anfang mega gehypt war. Und ich habe es auch weiterhin gerne gespielt. Ich habe dann halt so hart reingesuchtet, dass ich so 10, 20 Folgen
von dem Game hatte. Und dann habe ich natürlich erstmal nicht weitergespielt, einfach aus dem Grund, weil dann auch regelmäßig Patches kamen. Momentan sieht das so ein bisschen so aus, als wäre das jetzt so ein bisschen verloren gegangen. Aber ich wollte halt nicht zu viel Content auf alten Game, auf alten Patch-Notes aufbauen. Und dann lieber nochmal zocken, wenn ich die neuen Inhalte da waren. Wo ist denn jetzt die alte? War mal nicht da, ne? Oh. Müsste es normalerweise irgendeine Kräuterhexe geben, ich sehe sie nur nicht. Also entweder sammelt sie gerade Kräuter? Ach, da sitzt sie ja. Weiß ich leider nicht, ob sie Geld hat. Ich glaube nicht, dass, wenn man Kohle hat, wohnt man nicht im Wald. Und gerade Hexen sind ja so ein bisschen... Gehabt euch wohl. Oh, sie hat 104 Gold. Ja, Mensch. Da können wir uns ja richtig ausleben. Sind vor allen Dingen nur Scheiße da, ne? Liebestrank, Konservierungsmittel. Hält Speisen länger frisch und kann sogar verdorbene Nahrungsmittel wieder essbar machen. So schlecht. Haufen Rezepte. Au. Gucke mal. Rauchdiebtrunk verbessert dein Gehör und macht dich leichtfüßig. Deine Fertigkeiten, Schlösserknacken, Taschendiebstahl und Heimlichkeiten sind für 10 Minuten um 5 Punkte erhöht. Nicht so schlecht. Ich gucke hier gerade. Bitterer Kräuterschnaps, der deine Venen mit Stärke erfüllt. Deine Stärke und deine Fertigkeit Kampf sind für 10 Minuten um 5 Punkte erhöht. Man kann bei solchen Händlern natürlich auch gegenhandeln. Das ist immer sehr cool. Aber die nimmt meine Rüstung nicht. Die nimmt halt gar nichts. Das heißt, es bringt mir überhaupt nichts. Nimmt halt nur Kräuterscheiß. Ihr hättet jetzt ein paar Sachen, die sehr interessant sind, aber guckt euch mal die Preise an. Auf keinen Fall. Da bin ich zu knausrig für, weil ich brauche die Kohle ja noch für was anderes. Ich könnte einen Huhn mitnehmen. Also ich könnte es direkt umlonzen und... Geht hier was los? Ja! Und Hühnerfleisch mir gönnen, aber... Ja! Mein Problem ist, dass es schlecht wird. Stimmt, guter Einwand. Stefan, habe ich natürlich total vergessen, dass ich die Gifte hätte verkaufen können. Aber, ich hab's vergessen. Ich hätte wahrscheinlich nicht mal alles loswerden können, weil sie halt nur 50 Gold hat. Ich bin noch nicht mal ansatzweise da, ne? Ich dachte schon, wow, das ging ja doch. Ja, glaube ich. Tatsächlich. Bin direkt da. War gar nicht so eine lange Reise. Jetzt muss ich nochmal gucken. Hier ist gleich ein Händler. Hier drinne. Mal gucken, ob wir den Scheiß hier loswerden. Ich glaube nämlich, der Händler war der Knirsch, der hier auf der Bank hockt. Leute mit viel Geld, die sehen anders. Willkommen, Heinrich. Beste Grüße. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Ja, Waren. Gut. Er hat elf Gold und sagt mir, wenn ich Geld habe. Ja, das ist kein Wunder. Das ist kein Wunder, dass er mir sagt, dass ich Geld haben soll. Warte mal, der Händler ist jetzt hier irgendwo drinne. In einem privaten Bereich. Ihr wollt mich wohl... Dorfbewohner, wo ist denn dieser dreckige Händler? Hoppala. Pass etwas besser. Hey, pass auf. Die Leute heutzutage. Ja, der wollte mich nämlich jetzt hier schon dingfest machen. Die sind hier alle ein bisschen unentspannt, die Leute. Der Händler ist hier irgendwo in dem Haus, wo ich nicht rein darf. Ein Teufel. Oh, vor allem, das dauert ewig hier rumzulaufen. Was liegt hier eigentlich rum? Kann man nicht mitnehmen. Okay. Ich will doch nur meinen Scheiß verkaufen. Lalalala, ich hätte auf dem Pferd reiten sollen. Nehme ich nicht weiter, ne?
denn der Händler da in dem Gebäude, wo ich nicht reinkomme? Mein Pferd kann ja natürlich nicht hin. Natürlich gewusst. Eventuell ist er auch in dem Gebäude drin, aber es sah so aus, als wenn er da... Ach Kacke, warum kann ich nicht handeln? Das... Hier hätte ich gedacht, hätte er vielleicht noch drin sein können, aber natürlich nicht. Natürlich, oh! Das war knapp. Bei solchen Höhen kann man sich schon manchmal die Knochen brechen. Hatte ich schon mal das Problem. Der Händler hier angezeigt wurde, aber der Knilch wird es doch nicht sein. Kann man gucken, was er hat. Vielleicht hat er ja wirklich... Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Lebe wohl. Aber es ist der Händler, ne? Tatsächlich der Händler. Der nimmt auch alles an, aber er hat halt kein Geld. Das bringt mir alles nichts. Und ansonsten hat er nur Scheiß, oder? Ritterschnaps zum Speichern, eine Schatzkarte und einen Schnaps. Toll. Das ist alles nicht gerade förderlich. Und Ritterschnäpse habe ich ja selber noch. Ich speichere nie immer. Also ich speichere immer beim Schlafen. Jetzt eigentlich unter Nahrung angezeigt? Ja, ich habe selber noch drei Ritterschnäpse. Also, völlig daneben. Und jetzt haben wir hier noch einen Bäcker. Haben wir hier unten noch irgendwelche Händler? Ich war natürlich noch nicht da, ne? Da müssen wir mal runterreiten. In der Hauptstadt, wo ich immer rumhänge, habe ich halt wie gesagt schon alle Händler ausgeräumt. Irgendwo muss die Kohle herkommen. Und hier in den umliegenden Dörfern habe ich halt noch nie gehandelt, weil ich immer den Scheiß nicht loswerde. Beziehungsweise selten in den unterwegs bin, so. In den Dörfern. Was wir allerdings machen können, wir können nochmal schön einen wegstecken. Nee. Weil es gibt dafür nämlich einen besonderen Skill. Den sieht man nämlich hier unten. In dem Fall hier oben. Platzhirsch. Zeigt dir natürlich nicht an, was das macht. Du hast dann, glaube ich, einen Charisma-Bonus. Und den wollen wir natürlich behalten. Was willst du hier? Hau ab, sonst rufe ich die Wachen. Hier los. Immer. Warum darf ich hier eigentlich nicht rein? Suchst du jemanden? Ja, ich würde gerne hier mit... Suchst du was? Kann halt nicht springen. Dorfbewohnerin? Hä? Ich suche die Zuba-Dame. Zuba-Mädchen. Warum kann ich die nur beklauen? Ich will eigentlich nur ein nettes Gespräch führen. Hm. Vielleicht muss ich die Badeinhaberin nochmal anquatschen. Jetzt. Ich möchte etwas bestellen. Was hättest du denn gerne? Hauptsache, die stecken nicht mit mir in die Wanne, ey. Ich hätte gerne ein Mädchen und alles, was dazu gehört. Ich hätte gerne, ein Bad. Zu zweit? Du wirst es nicht bereuen. Oh, hoffentlich nicht die. Die Zuberdirnen werden einen neuen Menschen aus dir machen, das glaube ich gern. Dafür sind wir ja hier. Grüß dich, Heinrich. Direkt in die Koje verfrachtet.